Na, 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 na. Ich war jung, naiv. Der Krieg brach wie aus dem Nichts über uns herein. Vom König hatte niemand etwas gehört. Das Land war wehrlos. Das Volk wurde wie Vieh abgeschlachtet. Unsere Häuser niedergebrannt. Die Barone näherten sich mit mörderischer Hast. Und dann kamen sie zu uns. Hallo und herzlich willkommen zurück bei GP Gaming 2020. Wir spielen heute Stronghold 2. Mit dem Lukas. Hallo. Und nach dem Intro seht ihr, wie wir hier abgehen. Ich glaube, ich muss die Musik noch ein bisschen runterstellen, die ist echt laut. Bis gleich. Ja, wir spielen in Deutschland. Und da Max, ich bin so Baden-Württemberg eigentlich. Bayern. Spielen wir eigentlich gegeneinander? Ja, ich kann ihnen keine KI hinzufügen. Also scheiße. Ja. Ich verkacke ja voll, weil ich gar keine Ahnung habe. Er ist nicht mehr. Eure Burg wartet. Okay, jetzt habe ich hier eine Leute Burg. Leute kommen auf die Burg. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Warum erzählt ihr mir, dass Leute auf die Burg kommen? Ja, der redet die ganze Zeit, das ist voll cool an dem Spiel. Ah, ich muss die Kamera nach rechts. Meine Freunde im Nachbardorf werden angegriffen, Sire. Ihr könnt ja nichts tun, um zu helfen. Was, meine Freunde? Eure Beliebtheit sinkt. Quer ruft mich. Was passiert hier? Männer! Mirin, du bist gerade live in der Aufnahme. Nee, man hört dich nicht. Den was? Bereit! Das weiß ich nicht. Wieder marschieren wir! Ja, bis dann. Ciao! Wir wissen, wie man den Flug zurücksetzt bei Landwirtschaftssimulator. Unsere Schwerter sind die euren für seine Lordschaft. Ich verstehe, ich habe gerade gar keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Erstmal Nahrung und Holz. Okay, und wo? Wie? Farmen und Nahrung. Gehöft, Kirche. Ach, Kornspeicher, da. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja so instant gebaut. Ja, ja. Das ist voll complicated. Sägegrube. Die mache ich jetzt wahrscheinlich am ersten in der Nähe vom Wald, oder? Ja, genau. Bringen wir es hin dann in den Reinsvorratslager. Okay. Und Kornspeicher brauchst du dann auch. Ja, den habe ich schon. Weg ist jetzt nicht so. Der Burner? Nee, tatsächlich nicht. Kann man Gebäude drehen eigentlich? Haben wir der. Aber was auch immer noch funktioniert, okay, ist ein bisschen hässlicher als früher, ist, wenn du Leertaste machst, wird's ganz toll. Geil. Wow. Sire, befehligt uns! Ist das jetzt wurscht? Die Burgküche habe ich jetzt schon gebaut, oder? Nee. Also schön ist was anderes, aber okay. Ja, ich baue gerade einfach wild irgendwelche Sachen, keine Ahnung. Ja, mal. Ich schätze mal, das könnte richtig sein. Holz habe ich ja eigentlich genug. Aber Holz kriegt man über die Sägegrube, oder was? Ja. Was ist das? Die Stimme, ich fand das immer schon so lustig.
Ja, aber wo kann ich jetzt den Steinbruch? Wieso kann ich den nicht bauen? Brauche ich da ein bestimmtes Terrain dafür, oder? Ja, genau. Ah ja. Was ist denn ein Ochsenjoch? Der trägt die Steine dann zum Lager. Brauche ich das also praktisch nach jedem... Nee, keine Ahnung, was das bringt. Ich baue mal halt mal ein paar, ist ja egal. Bienenstock. Ah, Bienenstöcke machen wir schon ein paar. Wie viel Geld habe ich denn noch da oben? Das passt da nicht hin, my lord. Das passt da nicht hin, my lord. Wo brauche ich eine Weberei? Egal, nehmen wir einfach. Habe ich jetzt schon einen Markt gebaut? Nee. Braucht er mich noch ein Vorratslager? Da kann man nur eins bauen, oder was? Anscheinend. Okay. Und wie nehme ich jetzt... Also... Was bringen diese Gehöfte? Da kannst du mehr Einwohner. Oben rechts siehst du, wie viele Einwohner du insgesamt haben kannst. Naja. So, wo ist Eisen? Da. Das ist das Eisen. Kann man was abreißen? Bestimmt. Löschen. Ah ja. Löschen ist oben links im neben der Minimap. Was? Oben links neben der Minimap. Ist ein Löschen. Die Leute sind gerade irgendwie schlecht gelaunt, aber ich weiß nicht warum. Immer kein Essen mehr. Haben wir gleich mal eine Apotheke, die ist schon wichtig, oder? Muss man, ist es wichtig darauf zu achten, dass da Wege sind, oder ist das völlig egal? Nee, ist egal. Okay. Wo sehe ich denn, wie viel Essen ich habe? Irgendwas ist hier. Komposthaufen oder sowas. Krieg ich den weg? Die sind alle unglücklich. Bei dir auch? Nö. Kann man irgendwie die Map drehen? Weiß ich nicht. Ah ja. Mittlere Maustaste. Aber es ist dann richtig. Ich verlassen die Burg, hat er gesagt. Bauer hat das Gesetz gebrochen? Oh nee. Eine Weberin hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ja, sagt er bei mir auch gerade, eine Weberin hat das Gesetz gebrochen. Ja, mir sind auch alle richtig schlecht gelaunt. Aber warum? Ich glaube, ich baue erstmal einen Galgen, das ist wichtig. So. Verbrecher stehlen aus unserem Kornspeicher. Das reicht, ich brauche einen Galgen. Die sterben da echt bei diesem Stink. Dings. Was ist das? Verbrecher stehlen aus unserem Kornspeicher, Sire. Verbrecher stehlen aus unserem Kornspeicher. Ja, was muss man da machen? Ich brauche eine Polizei. Okay. Polizei. Ja, reicht's. Wir brauchen ein bisschen... Schott! Und Ordnung! Ich baue hier einfach nur wild irgendwelche Sachen. Ich habe keine Ahnung. Okay, mal kurz, jetzt wird mir richtig warm. Kurz konzentrieren mal. Jauchegrube brauchen wir auch. So, was ist jetzt hier das Problem? 32 von 32, ich habe 65. Das rechte, dieses grüne Ding ist 71, wird immer besser. Ich bin jetzt bei 15.
Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Schafzucht habe ich da schon gemacht, oder? Ja. Ah ja, deswegen die Jauchegrube wahrscheinlich. Wegen was? Ja, weil da überall so ekelhaftes Zeug rumliegt. Aber wo ist die Jauchegrube? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo die war. Ah, beim letzten Reiter. Jauchegrube. Ah, okay. Brauche ich mal ein bisschen weiter weg hin. Da habe ich mittlerweile zwei von. Oh Mann, es ist alles total querbeet gebaut, ey. Wie ist das bei dir? Ja. Also meine Burg ist halt einfach nix, ne? Meine Burg ist halt... Oh, überall kommt Minus. Warum kommt überall Minus? Ja, von den Leuten her, gell? Diese Minusgesichter. Ja, ich war gerade bei 70, jetzt bin ich bei 58 nur noch. Gut, ach, ich hab keine Retour. Was ist das? Ach, das ist meine Armee. Was heißt denn dieses rote Zeichen mit einem Galgen drüber? Heißt es, ich brauche mehr Galgen oder was? Also das rote Symbol ist durchgeschrieben, das heißt, du hast keine dieses Leute. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Shire. Ah, dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, okay. Ach, Gerichtsgebäude vielleicht, wegen den Strafleuten. Ich habe schon, glaube ich, ein Gerichtsgebäude. Nee. Apotheke? Ja, weil ich das nicht war. Verlies. Gerichtsgebäude, doch, habe ich gebaut. Ich brauche mehr Leute, Alter. Das ist viel komplizierter als das andere Stronghold Crusader von früher. Neue Befehle, Sire? Auf euren Befehl! Wieso werde ich denn angegriffen? Ja, greift halt. Hast du mich angegriffen? Nee, oder? Aber ich habe nur einen hingeschickt zum Spaß. Alter, der hat drei von meinen Leuten fast getötet. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Was wollen Sie denn? Warum bricht ihr denn immer das Gesetz, bitte? Nicht verstanden. Wo kann man denn einen Marktplatz kaufen? Und wie kann man sein Gebiet vergrößern? Die anderen Gehöfte, die außen rum sind, kannst du kaufen. Oh Mann, jetzt habe ich hier was gebaut, wie dumm. Ach so. Ja, hast du jetzt alles hier schon aufgekauft oder was? Nee. Ja, du bist doch direkt neben mir jetzt. Das Gehöft. Ja? Ja? Du hast alles andere aufgekauft, oder wie? Oh. Ja, da war ich wohl ein bisschen schnell. Ja, ich wusste nicht mal, dass man die kaufen kann. Ich hab einfach draufgeklickt. Ich hab nicht gewusst, dass es da nur begrenzte Anzahl gibt. Irgendwie ist das Spiel seltsam. Ja, irgendwie habe ich keine Leute mehr. Das heißt, dann will ich unbedingt, ich habe plus 4. Ja, und ich habe 2. Die Leute verlassen die Burg. Wo sehe ich denn überhaupt, wie viel Essen ich habe? Wo sehe ich das? auf dem Kornspeicher steht eine Zahl 177, habe ich gerade. Weiß nicht mal, was ist denn mein Kornspeicher? Ich habe halt auch keine Leute. Warum habe ich keine Leute? Das ist ja mein Problem auch gerade. Kirche, Kloster, Musikergilde, Statue, Jahrmarkt, Schatzkammer, Burg von Engelmann. Brauchen wir ein Kloster. Ein Kloster ist doch mal gut, oder? Ich habe auch gerade eine Kirche gebaut, aber irgendwie geht die Religion trotzdem nicht hoch.
Ich habe auch nur 43 von 72 Leuten. Also ich könnte noch weitaus mehr haben, aber... 504. Wieso habe ich... Ich habe doch plus 4, wieso bist du dir nicht sicher? Kornspeicher. 222 und das wird weniger, warum? Wie kann ich die Rationen extra? Machen wir mal zusätzliche Rationen. Hm, ja, wie auch schon immer. Danke. Ich verstehe nicht, warum da Leute immer. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire. Ich check's nicht. Was ist euch zugetan, mein Herr? Hat er gesagt, ja, es geht nach oben. Ja, aber wieso? Hä? Hier, was ist denn da? Was denn? Hier sind Ratten. Und was soll ich mit den Ratten machen? Wo sind Ratten? Bei mir, da kommt die ganze Zeit minus eins. Die sind hinten am Wasser. Die sind nicht mal in der Stadt. Da hinten. Ach, da sehe ich sie. Du musst die einfach anklicken oder so, keine Ahnung. Oder deine Armee mal hinschicken. Leute kommen auf die Burg. Habe ich denn Brot? Sehe ich nicht, komischerweise. Auch so, jetzt laufen die Ratten in die Stadt rein. Passt du bitte auf, dass die nicht zu mir laufen? Danke. Ich leck mich. Brauchst du einen Jägerstand vielleicht? Habe ich schon. Jetzt geht's auf einmal hoch. Jetzt sind wir bei 75. Ja, ich bin bei 74. Jetzt wieder 71. Das geht so schnell rauf und runter. Eure Beliebtheit steigt. Was? Steht jetzt meine ganze Armee vor dem Kornspeicher. Hat schon wieder einer rausgeklaut. Ich habe ihn sogar gesehen dabei. Ich habe gerade Probleme mit der Map. Oh Gott. Warum ist denn alles so hügelig, ey? Ja, vor allem, warum... Alter, können wir bitte nochmal von vorne anfangen? Das ist doch Schrott. Ja, nehmen wir das doch als Übungsding mal her und dann... Ich weiß auch nicht, wo ich einen Marktplatz herkrieg, um Sachen zu kaufen und so. Musterkirche, finde ich. Jahrmarkt. Aber Jahrmarkt ist doch was anderes, oder? Ich hab keine Ahnung. Jahrmarkt ist diese Bühne, die du da hast. Waffen benötigt, Sire. Diese Kackratten, Alter. Gibt's einen Rattenfänger oder so? Kann ja wohl nicht sein. Die machen so viel Minus. Wir waren auch schon welche, aber die sind weggelaufen wieder. Geht's jetzt wieder nach unten oder was? Komm, ich krieg noch eine Apotheke. Ich dachte, das andere Stonger könnte der kaufen sein. Obwohl das 2er ist allgemein nicht so beliebt wie das 1er, das ich immer gespielt habe. Hä? Was passiert jetzt gerade? Ich habe Bauern 19. Waffen benötigt, Sire.
sagt nur, was ich tun soll. In den Kampf! Ach, die Käserei war das, die ich brauche. So, und jetzt kann ich... Hab ich jetzt nicht mehr. Was? Ich hab kein Essen mehr. Nicht verlassen, Leute. Waffen benötigt, Shire. Rekruten benötigt, Shire. Vorwärts! Hä, wieso ist da ein Galgen in dem Ding und dreht sich? Das verstehe ich. Geht es in die Schlacht? Hier lang! Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Kann den Verbrecher auch gar nicht bestrafen, auch wenn ich ihn sehe. Ei, Sire! Ja! Pikeniere vorwärts! Scheiße, ja, ich bin auch voll unbeliebt. Ich auch, ich habe kein Essen mehr. Das passt da nicht hin, my lord. Lordschaft, pikeniere nach vorn. Waffen benötigt, Sire. Ich diene euch gut. Piken Schultern. Wir müssen definitiv nochmal. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Ja, ich würde sagen, großes Fail. Nix gibt's Fail. Nach vorn! Ich hab ganz vergessen, dass wir aufnehmen, gell? Wir labern gerade. Ja, das war halt so konzentriert. Ich hab voll vergessen, dass wir aufnehmen. Wie lange nehmen wir denn schon auf eigentlich? Muss ich nachschauen, warte. Bin aber eigentlich gerade beschäftigt. 23 Minuten. Bisschen geht noch. Ausgegeben. Wie kann ich jetzt da angreifen? Da nicht, ja. Das ist ein Gehöft. Du kannst mich angreifen, also mein Hauptsitz. Kann ich auch, also kann da auch angreifen. So. Marschieren wir? Marsch! Alter, was? Unsere Truppen werden angegriffen! Wie ist denn wegballert? Und los! Komm, voller Angriff hier. Keine Gnade. Boah, die werden ja so niedergemacht, ey.
Wie viele Leute hast du da drin stehen? Wie ist die wegballert? Sag mal, ich hab doch eigentlich auch Pfeilschützen. Warum schießen die denn nicht? Randa! Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Jetzt pass auf, jetzt kommen sie. Jetzt kommen erst mal meine Hunde. Wie kann man denn Reiter machen? Ich hab das nicht hingekriegt. Macht sie nieder, da oben. Jawohl. Oh, die Hälfte von meinem Trupp steht ja noch. Ja, jetzt ändert dich mehr Leute. Ja, ich hatte mal mehr Leute, aber jetzt sind die irgendwie stehen geblieben. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja, ja, und sagt, oh, ich kann gar keine Leute mehr machen. Ich habe auch gar keine Leute mehr. Hä, hey, das soll voll viele Leute da rumstehen. Ja, ja, nee, ich meine, allgemein habe ich. Mein nobler Herr! Vorrücken! Aber ich kann deinen Hauptsitz gar nicht angreifen. Ja, du musst da rein, da oben steht mein König, den musst du umbringen. Achso. Siehst du ihn, der steht auf der Burg. Wie sie alle schreien. Der ist ja auch gut im Kämpfen. Ja, ja. Aber ich glaube, er wird dann doch insgesamt keine Chance haben. Oder? Alter, der metzelt die aber ganz schön weg, ey. Er hat über die Hälfte Leben. Ich sehe das gar nicht, wie viel Leben der hat. Nicht mal ein Drittel weg. Ja. Jetzt kommen die Guten. Kommen die Guten. Wie sie alle da rum, Alter, wie er da durchschnetzelt. Ich hab das jetzt echt nicht verstanden, dieses Spiel. Ja, aber. Die Krone gehört euch. Sieg! Ey, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Vielleicht bringen wir es nochmal, aber ich glaube, wir müssen uns da noch ein bisschen dran gewöhnen. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.